Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, und zwar heute schauen wir uns die Verkabelung der im letzten Part eingebauten Lüfter und der im vorletzten Part eingebauten Ayo an. Falls ihr die Parts noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch natürlich wie immer in der Endcard die Playlist zum PC-Building, liebe Freunde. Ganz kurz vorweg, ihr seht schon, wenn ihr auf die Ayo achtet, die ist jetzt ein bisschen mehr, also nach links gedreht. Im letzten Part war die noch so ein bisschen nach dem Einbau, naja, schief, also die war so ein bisschen nach rechts abwärts. Jetzt habe ich sie schön gerade reingesetzt. Also habe ich einfach nochmal die Schrauben gelöst und sie ein bisschen gedreht und wieder festgezogen, damit das Ganze auch ein bisschen ja, so perfekt aussieht. Versteht ihr, wie ich meine? Ich wollte es einfach vernünftig und ordentlich haben. Wenn ich schon mal meinen eigenen Gaming-PC baue, dann habe ich gesagt, ist es mir auch das wert, die Wasserkühlung bzw. den Pumpenkopf nochmal runterzuschrauben. Heute wird aber gar nichts geschraubt, heute wird erst ausgepackt und dann angeschlossen, denn es geht heute zuallererst um den Corsair Commander Pro, die Corsair Commander Pro. Manche sagen so, manche sagen so. Und zwar ist das, naja, ich glaube, ich muss es mir erklären, ein Lüftersteuerungseinheitgerät. Hier oben drauf steht Digital RGB Lighting and Fan Speed Controller. Damit können wir, glaube ich, alle was anfangen. Und ich würde sagen, wir packen das Ding auch mal direkt aus, liebe Freunde. Denn wenn ich hier mal so schön... anziehen, wollte ich sagen, dann können wir den Commander rausnehmen oder er kommt von alleine raus. Okay, gut, das, ja, war jetzt eher ungeplant gewesen, aber okay, dann nehmen wir hier die Folie raus, wir nehmen den Commander aus der Folie raus, nicht andersrum, null. Auch hier haben wir wieder ein paar Klebestreifen dabei, das ist ja nichts Unbekanntes, das kennen wir auch von den anderen Teilen schon. Und wir haben, Hilfe, jetzt gucken, dass hier aufgeht. Ja, okay. Das ist schon cool gemacht, die Verpackung, muss man der Stimme fairerweise sagen. Eine Anleitung. Corsair Commander Pro. Waste and Electrical... Was? Waste Electrical and Electronic Equipment. Okay. Wieder irgendwas auf Chinesisch, was keiner versteht. Und ein bisschen Kabelzeug. Und das war dann auch schon alles, glaube ich, denke ich, vermute ich, oder? Sieht zumindest so aus, als wäre es alles gewesen. Und als wäre da nichts mehr drin. Ja. Okay. Das ist alles, was wir haben. Das kann direkt in den Müll, weil wir es natürlich nicht brauchen. Genauso wie hier die Folie direkt mal hinter mich in den coolen Karton reinkommt. Klebstreifen beiseite. Wir schauen mal zuerst den, der, die, das Commander Pro an, liebe Freunde. Hier haben wir das gute Ding. Und zwar haben wir, wie ihr vielleicht wisst, 6 Fanspeed-Kanäle, also 6 mal PWM-Anschlüsse, bei denen wir unsere Lüfter per 4-Pin-PWM anschließen können. Wir haben hier oben 2 LED-Kanäle. Wir haben hier drüben 4 Temperatursensor-Kanäle, whatever. Wir brauchen keinen einzigen davon, aber ist halt dran. Und was sehr, 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 sehr cool ist, wir haben zweimal USB-Typ 2.0-Header. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Wenn ich hier ein bisschen rankomme, sieht man, es sind 2 USB 2.0-Header. Ja, noch näher ran, dass es mit dem Fokus stimmt, ja. Da sieht man sie. Ich habe im Übrigen, falls es euch gerade auffällt, hier noch ein kleines Stream Deck Mini mir organisiert. Beziehungsweise, was heißt organisiert? Ich habe eins bei eBay gekauft. Ist gebraucht, hat der Dude nur eine Woche gehabt. Jetzt habe ich es. Übel cool. Kann man immer doch ganz gut gebrauchen. Ich wollte mir eigentlich mal ein XL zulegen. Und dann dachte ich mir, nee, das kostet so viel und ist unnötig. Und so bin ich jetzt auch sehr, sehr gut beraten. Ich habe es jetzt nur so mal ein bisschen eingerichtet mit so 3 Seiten mäßig, dass ich ein bisschen was hier anzeigen lassen kann, ein bisschen was drücken kann. Das passt soweit schon. Richtig einrichten werde ich es dann am neuen Rechner. Damit der schneller fertig wird, schauen wir jetzt nochmal auf die beiliegenden Kabel. Also ganz kurz hier dran erstmal haben wir natürlich USB 2.0 ans Board und SATA für Strom. Dann haben wir hier noch bei die 1, 2, 3, 4. Na, zack, diese Temperatursensorteile, die man hinknallen kann, wo auch immer man das möchte. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben eine Grafikkarte, bei der ich die Temperatur auslesen kann. Wir haben eine Wasserkühlung, wir haben das Board und man kann so viele Temperaturen eigentlich heutzutage überall auslesen von einzelnen Komponenten. Auch die SSDs etc. Es wird ja alles unterstützt, vor allen Dingen in IQs, ist ja sehr, sehr cool gemacht auch. Da brauche ich die Teile nicht mehr, um speziell an bestimmten Positionen nochmal eine Temperatur zu messen. Ist in dem Fall hier nicht nötig. Dann haben wir hier, was haben wir hier noch? Das sind...
Gute Frage, was ist denn das? Boah, da müsste ich ja mal die Anleitung reinduschen. Was das sind, das könnten, aber nee. Das ist auch nicht, das ist eine gute Frage. Das sind 3-Pin-Anschlüsse, also müssten ja quasi. Für 3-Pin-Fans macht ja auch eigentlich keinen Sinn. Nee, sind es ja auch nicht. Boah, gute Frage. Das werden wir schon noch entdecken, hoffe ich. Was ich aber auf jeden Fall weiß, was hier noch beiliegt, sind, kurz orientieren, solche Lüfterverlängerungskabel. Genau, das ist die eine Seite. Also die Seite quasi kommt in den der Didas Commander Pro rein. Hier seht ihr sie, buff. Und dann haben wir auf der anderen Seite hier eine, ja, einfache Verlängerung quasi. Okay, Anleitung. Gibt die noch irgendwas Wichtiges her, was man jetzt hier zwingend wissen müsste? Package. Okay, RGB-LED-Hub-Cables. Ah, okay. Das sind dann, wo sind jetzt die beiden Teile? Ah, okay. Okay, ich glaube, ich weiß dann, wie ich hier zu verfahren habe. Wir haben 4 Fan-Extension-Cables. Okay, die habe ich gerade schon gezeigt. Thermal Sensors haben wir auch schon gesehen, Mounting Tapes, also diese Teile zu festkleben. Was ganz praktisch ist, Installation Guide Corsair Commander Pro. Dann haben wir noch die Beschriftung von den Anschlüssen, die Maße und. Okay. Specifications in allen möglichen Sprachen und ganz viel, wie man es anschließt, SATA und ganz hinten noch eine Tabelle auf Chinesisch, gut, brauche ich glaube ich auch nicht. Das sollte alles soweit für uns gängig sein, vermute ich doch. Die Verpackung kommt hier wieder zu. So, ah, moin, einfach unfähig. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier noch ganz kurz den Draht ab. Dann können wir uns auch schon auf die Rückseite des Gaming-PCs begeben, liebe Freunde, um dann mal so langsam alles anzuschließen. Wir können mal noch die Kabel hier schön entwirren. Und dann müssen wir uns mal ein, ja, Konzept, sag ich mal, überlegen, wie denn dann letzten Endes genau die Lüfter angeschlossen werden sollen, welche Lüfter wohin kommen sollen und natürlich auch, wie wir sie anschließen. Also würde ich sagen, hier Platz, Rechner hier hin, let's go. Die LEDs, die schauen wir uns dann im, ja, Nachgang, beziehungsweise die schauen wir dann gleich noch an, wenn wir die Lüfter soweit verkabelt haben. So, liebe Freunde, für mich ist es hier ein bisschen enger geworden, ja. Und jetzt komme ich an das Stream-Deck wieder schlecht ran. Perfekt. So viel zum Thema. Das macht es wesentlich einfacher. Aber egal. Wir haben jetzt 3 Geräte am Start. Einmal den Corsair Commander Pro. Dann einmal die Corsair Commander Core. Nicht die XT, sondern die normale Core von der AIO. Und noch den RGB-Hub, also die Note-Core. Note-Core. Das andere ist Note-Pro. Nein, das ist die Note. Ach, leck mich am Arsch. Keine Ahnung. Wir haben hier noch ein RGB-Hub. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt ist die Frage, wo fangen wir an? Das zentrale Steuerungsgerät soll der Corsair Commander Pro persönlich werden. Deswegen wird auch der definitiv hier aufs Mainboard angeschlossen mit diesem 8-Pin, beziehungsweise wahrscheinlich 8-Pin, 9-Pin, also ja, 10 minus 1, also 9. Also zu USB 2.0-Header kommt der ran. Dann haben wir einmal den mit USB 2.0, der dann hier rankommt, und dann haben wir das Teil mit USB 2.0, was auch hier rankommt. So habe ich mir das Ganze von der Struktur her nämlich vorgestellt. Hier oben ran kommt ja dann die Pumpe und wir haben hier 6 RGB-Kanäle, 6 Fan-Kanäle. Hier kommen auf jeden Fall sowohl RGB als auch PWM, die 3 Lüfter, die hier am Radiator vorne dran sind, also an der AIO dran sind, mit drauf. Und dann habe ich mir noch überlegt, die 3 unteren, die werden hier auch mit drankommen. Wohingegen ich dann am Corsair Commander Pro die oberen 3 und den einen hinten, also nur 4 anschließt und ebenso dann die 4 an den RGB habe, liebe Freunde. Jetzt habe ich hier ganz viel rumfliegen und wir werden mal der Reihe nach anfangen. Ihr seht schon, das ist jetzt schon ein Kabelgedöns und ich habe noch kein einziges Netzteilkabel hier drin. Kein einziges Netzteilkabel, Freunde. Das, naja, wird auf jeden Fall lustig. Sagen wir es mal so. Wir fangen damit an, den Corsair Commander Pro anzuschließen, und zwar SATA lassen wir ja erstmal alle weg. Die sind ja sowieso erstmal alle irrelevant, weil ich noch nichts vom Netzteil drin habe. Ich würde mal
mir die Fankabel zurechtlegen, die ich zuerst brauche. Das bedeutet, fangen wir doch mal an. Das hier sind schon mal... Hilfe. Zwei Lüfter. Das ist einmal der hintere, der hier hinten drin ist, und einmal der oben links. Jetzt ist die Frage, welcher ist welcher? Das hier ist der oben links. Also ist das hier der hinten. Das bedeutet, ich schließe die einfach mal straight an, dass ich zumindest mal hier hinten etwas Orientierung habe, liebe Freunde. Wir haben einmal, jetzt muss ich kurz schauen, was davon was ist. Wir haben hier einmal 2 RGB Hub. Das ist schön beschriftet hier und dann haben wir nochmal Corsair. Also einmal RGB Hub und einmal normales PWM. Das bedeutet PWM. Ich überlege gerade, wie nummeriere ich die durch, dass ich sie auch im Nachhinein wiedererkenne. Auch das ist wichtig. Überlegt euch gut, wie ihr sie anschließt, darum, damit ihr später wisst, okay, das ist Lüfter 1, 2, 3, 4. Das wird der Lüfter Nummer 4 sein. Das bedeutet, der kommt hier auch an den Fanslot Nummer 4. So. Und entsprechend 2 RGB. Bedeutet, im RGB-Hub kommt er auch an die Stelle Nummer 4. So. Die Corsair Commander Core hier legen wir mal beiseite. Und es ist ein elendiges Kabelgewurstel. Aber ich bin mir sehr sicher und auch sehr zuversichtlich, dass ich Herr darüber werde. Jetzt haben wir die anderen drei Lüfter. Das bedeutet, wir haben den Lüfter hier, das ist der oben hinten. Auch hier haben wir einen PWM-Anschluss, das ist dann entsprechend der Lüfter Nummer 3. Ja, dann nummeriere ich das so rum durch. Von rechts nach links laufen quasi, also Lüfter 1, ihr seht es nicht gescheit, aber Lüfter 1, Lüfter 2, Lüfter 3 und Lüfter 4 dann hier hinten. Ich glaube, das kann man sich vorstellen, wie ich mir das gerade auch so vorstelle. So, ist angeschlossen. Dann haben wir hier noch das entsprechende RGB-Kabel. Alter, wird das hier kabelig wurstelig. Dann haben wir hier das entsprechende RGB-Kabel dazu. Das kommt in den RGB-Hub am Slot Nummer 3. Dann haben wir hier oben die anderen beiden Lüfter noch. 1, 2, 3, 4. Das sind die hier. Hier gehen wir genauso vor. Das bedeutet, ich muss kurz identifizieren, was was ist. Moment, wir haben zweimal PWM, zweimal RGB. So. Schauen wir mal ganz kurz. Das müsste... Nee. Das Kabel gehört mit dem zusammen. So. Okay. Die gehören zusammen. Das bedeutet, die beiden Kabel kommen von links und die beiden von rechts. Das heißt, das ist der Lüfter Nummer 2. Das bedeutet, wir schließen den Lüfter Nummer 2 auch als Lüfter Nummer 2 an. Das bedeutet, wir schließen das schon mal hier an. Und wir schließen die Nummer 2 direkt hier an. Im Übrigen, ich weiß, es wirkt jetzt sehr wahllos und erstmal sehr, ja, wie soll ich sagen, unstrukturiert, wie ich hier in Anführungszeichen drauf loskabele. Aber ich kann euch so viel versprechen, das ist es nicht. Ich habe mir vorher das Lüfterkonzept wirklich überlegt, wo ich was anschließe. Das ist jetzt nicht ebenso ausgedacht oder so. Aber ich bin mir noch nicht über das Kabelmanagement so ganz bewusst. Deswegen werde ich, weil ich den Rechner in dem Umfang hier noch nie gebaut habe. Und allein deswegen schon werde ich so vorgehen, dass ich hier Stück für Stück dieses Ganze anschließe. Und ich kann ja jederzeit noch ein Kabel abstecken und irgendwo drüber, drunter herlegen, wie es mir gerade passt. Aber das, denke ich, ist es einfacher dann zu machen, wenn ich eins nochmal einzeln anpasse. Okay, 4 Lüfter hier, 4 Lüfter hier. Das passt soweit schon mal. Jetzt schnapp ich mir hier, also das Teil ist schon mal basically völlig fertig angeschlossen. Das gute Stück schließen wir dann nochmal an, Fragezeichen. Ich habe mich gerade nur gewundert, warum die Dings, warum die diese Header so groß sind. So, das schließen wir mal hier als allererstes an. Dann haben wir das soweit schon mal hier fertig. Weil reinkleben werde ich die Teile ganz zum Schluss erst, das ist so viel sicher. Sonst klebe ich sie irgendwo hin und dann merke ich, boah, übel schlecht gewählt. Das mache ich nicht. Sowas möchte ich auch nicht.
Jetzt haben wir hier vorne noch ganz, ganz, ganz viele andere Lüfter. Beziehungsweise, was heißt ganz, ganz, ganz viel? Wir haben hier vorne noch drei Lüfter. Hier oben zwei und hier unten den anderen. Den schnappen wir uns dann hier an der Stelle. Und dann habe ich nichts vergessen? Fragezeichen. Ah, okay. Ich habe mich gerade gewundert, warum hier noch 2 RGB-Hub-Kabel sind. Aber wir haben ja auch noch... wir haben Verwirrung. Also, schließen wir uns erst hier die oberen Lüfter an. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Immer mit der Ruhe. Wir haben unten noch drei Lüfter drin. Wir haben jetzt wieder eine Lüfternummerierung hier an dem Stück. Hier ein Controller. Das bedeutet, wir haben unten drei, unten sechs und oben sechs Anschlüsse. Wir haben unten drei Lüfter und an der Seite drei Lüfter. Das wollte ich eigentlich sagen. Und die werden wir wie noch durchnummerieren. Wir haben oben 1, 2, 3, 4. Dann würde ich hier sagen, machen wir 1, 2, 3 und unten 4, 5, 6. Gibt das Sinn? Ich denke eigentlich schon, oder? Wenn ich mir das von vorne so anschaue. Ja, doch. Doch. Das ergibt dann... Nee, andersrum. Andersrum. Andersrum machen wir das. Das hier ganz oben ist der Lüfter Nummer 6. Das macht dann am meisten Sinn. Dann geht es auch im Kreis rum. Jetzt muss ich mal gucken, was hier welcher Lüfter ist. Was nicht so ganz einfach ist. Das hier ist der obere Lüfter. Also brauche ich den zuerst. Auch hier jetzt rückwärts in die Nummerierung zu gehen, bedeutet, wir können sagen, das hier ist die Nummer als 6 hier unten. 6, zack. RGB ist dann ebenfalls die Nummer 6. Ist das richtig rum? Ja, hier ist die Nummer 6. Dann brauche ich den zweiten Lüfter, der hier durchkommt. Einmal hier. Das erwische ich zuerst. PWM, das ist gut. Das bedeutet Lüfter Nummer 5. Dann haben wir entsprechend das RGB Nummer 5. Und dann haben wir hier direkt drunter, wo ist er? Hier ist er, der Lüfter Nummer 4. Halt, das ist das andere Kabel, das möchte ich nicht. Soll ich mir ganz kurz überlegen, was ist denn das für ein Kabel, was hier rumläuft? Das ist, ja genau, das ist ARGB, stimmt. Die anderen Kabel verlaufen da drüber, dann verläuft auch das bitte da einmal außenrum. Das kann ich jetzt hier entspannt außenrum führen. Zack. So, machen wir das. Hierher gegangen, einmal dieses kleine Schlaufe rausgenommen und dann schnappen wir uns erst hier PWM. PWM kommt in die 4 dann rein, zack, und RGB kommt in die 4 bei RGB rein. Das ist das richtige Kabel, das ist das komplett richtige Kabel. Anschließen, let's go. Unten haben wir ebenfalls noch drei Lüfter drin, die angeschlossen werden möchten. Das bedeutet, ich muss mal kurz gucken, wo genau die gerade ankommen, weil ich die nicht auf dem Schirm habe, wo ich durchgelegt habe. Doch, da habe ich die durchgelegt, ne, genau. Das bedeutet, wir kommen... Straight von hier, also 1, 2, 3. Da müssen wir auf der Seite durchgehen, sonst funktioniert das Ganze auch nicht. Das ist immer ein bisschen Kabelgefusel, aber ich sage euch ganz ehrlich, mit Kabelgefusel fühle ich mich immer relativ sicher und ja, bin da relativ zuversichtlich, was das angeht, kann ich euch nur sagen, weil ich auch hier ja in meinem Setup an sich schon immer viel rumkable. Und ich habe noch nie großartig, ein bisschen schon, aber noch nie großartig Wert darauf gelegt, dass man keine Kabel von vorne in meinem Setup sieht. Weil ich habe drei Steckdosenleisten mit insgesamt 8 und nochmal 6, also mit 22 Steckdosen auf dem Tisch liegen. Wie soll ich keine Kabel auf dem Tisch haben? Ich habe hier ein Studio-Rack, ein 6-fach Studio-Rack auf dem Tisch stehen, aber nicht irgendwie am Tischrand, sondern mitten am Tisch. Mein Schreibtisch steht mitten im Raum und ich habe ein 12 Channel-Mischpulten mitten auf meinem Tisch stehen. Also wie soll das gehen? Ja, das funktioniert einfach schon mal nicht, dass ich hier komplett ohne Kabel auf dem Tisch, beziehungsweise ohne, dass man irgendein Kabel von vorne sieht, klarkommen. Aber das muss es auch meiner Meinung nach gar nicht, denn es geht nicht darum, wie es aussieht,
Vor allen Dingen hinten im Rechner sieht man es ja nicht. Um jetzt mal das Ganze auf das Beispiel PC zu übertragen. Hinten im Rechner sieht man es eh nicht, aber es geht mir um sortiertes Kabelmanagement. Das bedeutet, dass ich weiß, okay, wo läuft welches Kabel lang. Das ist mir richtig spannend. So, und da schließe ich erstmal fast das Verkehr an. Wir sind PWM. Jetzt will ich kurz, wenn das Teil da oben drin ist, komme ich hier von der Seite ran. PWM Nummer 1. Ich schließe den hintersten Lüfter an. Mal kurz nachdenken. Und RGB unten drunter durch. Entsprechend RGB Nummer 1. So. Wenn ich es angeschlossen bekäme. Hallo? Im Anschluss ist es verkehrt. Unfähig. Dann schnappen wir uns den Lüfter Nummer 2. Das dürfte dann. Boah, welcher von denen sein? Das ist eine gute Frage. Das ist dieses Prachtexemplar hier. Also reden wir über die beiden Kabel. Auch die hole ich mir kurz hier hoch. Ah, dass dieser nervige Controller von dem LED-Streifen von dem Gehäuse vorne. Der ist da ein bisschen, naja, was heißt nervig, aber halt noch zusätzliches Kabel mehr. Das ist Fan Nummer 2, der auch SATA möchte und gut, RGB haben wir schon angeschlossen, aber trotzdem, der möchte auch noch so ein bisschen was halt haben und das ist trotzdem immer noch ein bisschen Kabel, die hier dann mit rumfliegen und so, naja. Und jetzt haben wir noch einen dritten Lüfter und den sehe ich auch hier und True RGB sehe ich doch hier. Das bedeutet, ich nehme auch mal hier die beiden Kabel und ziehe sie schön durch. Das ist RGB-Hub, also, ja, Moment, schließen wir es andersrum an, haben wir auch das richtige Kabel oben, erst PWM, das ist falsch rum, so rum ist richtig, PWM, let's go, und RGB. Falls ihr euch fragt, warum ich mich sinngemäß für die Variante hier 6 und da 4 entschieden habe, das hat einfach damit zu tun, dass ich mir gedacht, okay, ich möchte sie irgendwie inhaltlich logisch sinnvoll gliedern. Und das sind für mich einfach die 6 Fans, die irgendwie eine Art und Weise zur CPU-Kühlung beitragen. Die Exhaust-Lüfter oben überhaupt nicht, der hinten auch nicht. Unten kommt frische Luft ins Case rein und das sind die direkt auf der IO. Also macht das am meisten Sinn, dass die 6 Lüfter hier auch für zuständig sind. So, dann schließen wir auch hier. SATA können wir noch nicht anschließen. Holy fuck, also hier fliegt jetzt schon viel SATA rum. Mir wäre klar, dass viel SATA bei rumkommen wird am Ende. Aber dass das SATA wird schon wild anzuschließen. Hier schließen wir jetzt ebenfalls das Ganze an den wunderbaren Corsair Commander Pro, die wunderbare Corsair Commander Pro an, wie auch immer. Und zu guter Letzt haben wir hier noch so schön still und heimlich mittendrin unsere, auf die Seite, unsere Pumpe und die gehört hier oben rein. Schauen wir ganz kurz, wie rum das Ganze reingehört. Denn hier sind so kleine Einrasthaken an der Seite, die sind hier. Bedeutet, das Ganze gehört dann so rum da rein. Oder? Bin ich dumm? Nee, okay, passt. Also schließen wir auch hier das Ganze mal drauf. Zack, zack, zack. Passt, ist angeschlossen. Okidoki. Es sieht schon cool aus, muss man sagen. Es sieht schon cool aus, ja? Und vor allen Dingen, und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer, und das also fand ich immer beeindruckend, wenn so ein Laie sich das anschaut, der denkt, holy fuck, ist ja übel, geisteskrank, schwer und komplex und so. Ihr wisst selber, wenn ihr Ahnung davon habt, it's fucking easy. Es ist fucking easy. Jeder kann einen Rechner bauen in 2021. 22, sorry. Ach ja, im Übrigen, gutes neues Jahr. Frohes neues Jahr, wunderschönes neues Jahr. Ich wünsche euch viel Gesundheit, viel Glück und so. Habe ich in den letzten Videos deswegen nicht gesagt, weil ich die letzten Videos letztes Jahr aufgenommen habe. Nein, die sind schon von diesem Jahr. Aber knapp nach Silvester. Deswegen, ich reiß euch jetzt hier an der Stelle nochmal nach. Im Übrigen auch nochmal echt an der Stelle, ich muss es gerade einfach mal kurz sagen, danke und echt Kuss wirklich für den auch Support, den wir jetzt im Dezember hatten. Ich habe gerade gegen Ende Dezember nochmal gut, oder nicht gegen Ende, allgemein im ganzen Dezember nochmal gut geile Videos meiner Meinung nach auch gemacht und das hat man auch entsprechende View-Zahlen gesehen. Es ist gut angekommen bei euch. Wirklich, Kuss geht raus an alle, die die Videos sich reinziehen, die auch nicht nur mal kurz durchskippen, sondern die sich wirklich die Videos reinziehen, die Interesse daran haben. Wenn ihr im Übrigen
Vorschläge, Wünsche, Ideen für 2022 habt, was an Videos kommen soll, was ihr euch wünscht für den Channel, sei es in puncto Hardware, sei es in puncto, möchtet ihr vielleicht Reactions, Gaming-Setups, was möchtet ihr sehen, schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare. Ich bin offen für alle Wünsche. Gaming, wozu soll ich Videos machen? Schreibt es gerne ein bisschen in die Kommentare, denn ich bin gerade selber so ein bisschen dabei, mir Gedanken für ein Konzept für 2022 zu machen, um den Kanal so ein bisschen, ja, ein bisschen präziser ausrichten zu können, vom Inhaltlichen her, als es das letztes Jahr der Fall war, liebe Freunde. So, jetzt faseln wir aber nicht noch länger unnötig um den heißen Brei rum, denn hier unten liegen mir SATA-Anschlüsse auf den Beinen rum. Wir haben jetzt allein hier 1, 2, 3, 4, 5 SATA-Anschlüsse schon. Ich glaube, 11 hat das Netzteil. Holy Macaroni, und meine SSD braucht auch noch einen. Ja, da kommen wir schon in eine ganz passable Richtung. Und wenn wir jetzt mal das Ganze hier so hochhalten, mit unserem ganzen Corsair-Shit, dann sehen wir, haben wir jetzt ein Kabel von dem ganzen Corsair-Kram, nämlich von der Corsair Commander Pro, das aufs Board geht und eben die drei, was ist das andere hier, ich wollte gerade sagen, die drei SATA-Stromkabel, die dann hier letzten Endes aus dem ganzen Zeug heraus hervorgehen. So, das machen wir auch mal kurz vernünftig hier, dass wir die dann alle schön nebeneinander haben und schön gebündelt auch dann anschließen können zum Schluss. Das soll ja natürlich der Fall sein. So, zack, zack. Piss dich. Einmal anziehen. Dann haben wir hier jetzt dreimal SATA. Hier einmal Motherboard-Anschluss und das schließt sich alles aneinander an. Und damit können wir das ganze Krümpel hier halt, das ist einmal ein bisschen drehen. So. Damit können wir das Ganze schon mal so, ja, beiseite tun und dann sehen wir schon, so viel haben wir ansonsten noch gar nicht. Klar, das Gehäuse ist schon angeschlossen, aber wir haben ansonsten nur zweimal SATA von dem Controller hier unten und einmal die SATA-Extension, die ich schon unterm Netzteil durchgelegt habe. Das bedeutet, ich würde sagen, ich packe das mal hier kurz ein wenig beiseite. Ja, okay, gut, ich muss aber auch sagen, viel weiter beiseite komme ich nicht. Das heißt, ich mache das anders. Ich werde das mal kurz hier ein wenig reinlegen, Fragezeichen. Geht das? Dass ich das hier so kabeltechnisch einfach ein bisschen rein gelegt bekommen? Ist das möglich? Ich denke nicht, dann lege ich es eben nicht rein. Buff. Ja, komm. Bruder. Also wie ich die Teile dann irgendwie festkleben soll, ist echt schwierig, weil ich kann sie ja nicht an den Radiator kleben. Hier ist das Board, da kann ich auch nichts draufkleben. Ich kann hier basically ein was hinkleben. Gut, und dann natürlich später noch an dieses Cover, an die Blende. Aber gut. Darum soll ich mir jetzt mal nicht so viele Sorgen machen, liebe Freunde. Ich lasse die einfach mal jetzt hier so vor sich hin baumeln, denn ich möchte mir jetzt noch etwas anderes anschauen. Das Corsair Lighting Node Pro Set mache ich mal geschwind auf und wir gucken mal rein, was wir hier drin haben. Also man muss auch ganz ehrlich mal fairerweise an der Stelle sagen, Corsair hat schon wirklich immer sehr edle Verpackungen auch am Start. Und man sieht schon, also ich finde das wirklich immer echt, das ist geisteskrank cool, was Corsair da immer so nice macht. Wir haben jetzt hier die LEDs selber am Start, die ich jetzt hier wie genau rausziehe. Die LEDs sind sogar wasserdicht, sehe ich gerade. Das ist sehr, 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 sehr cool. Oh mein Gott, das wusste ich nicht mal. Die sind magnetisch. Die haben nicht nur Klebeflächen auf der Rückseite. Falls die, also die Klebeflächen, die natürlich zum perfekten Halt noch, aber damit die das nicht alleine halten müssen, sind einfach Magneten drin. Digga, holy shit, warum hat mir das keiner gesagt? Warum wusste ich das im Vorhinein nicht? Das ist ja mal übel unfair. Verpackung einfach hier wieder rein und wieder zu und wieder tschüss. Wo und wie genau wir das Ganze jetzt im Case gleich unterbringen, das, liebe Freunde, schauen wir uns jetzt mal an. Dazu drehe ich das Case ganz kurz rum. So, ihr Lieben, jetzt habe ich das Case mal wieder hier. Und wie ihr schon seht, die LEDs haben eher genau die Länge für eine so eine Seite im Prinzip. Für unten ist es obviously Käse, aber für eine so eine Seite passt das ganz gut. Jetzt ist nur die Frage, inwiefern die Teile hier überhaupt reinpassen. Denn ich habe schon mal auf Sherlock-Augenbasis gesehen, oben ist das kein Problem. Beispielsweise hier hinten aber ist ein Einbau gar nicht möglich, wie ihr seht, aufgrund dieses Lüfters, weil der wirklich exakt bis nach ganz vorne hier geht. Ich finde es ein bisschen schade, weil eigentlich hierum die LEDs komplett festzumachen bzw. zur Beleuchtung zu benutzen, ist eigentlich das Gängigste. Und ich finde es schade, dass es hier so ums Verrecken nicht reinpasst. Hätte ich hier einen 140er Lüfter drin, was ja gar nicht geht in dem Case, dann verstehe ich, dass man sagt, okay, das geht das ganz raus. Aber beim 120er Lüfter hinten drin, finde ich, hätte man das Case wenigstens so minimal noch verbreitern können.
im vorderen Innenraum, dass man sagt, okay, man hat hier noch die Möglichkeit, einen LED-Stripe anzubringen. Man hätte auch noch ein bisschen mehr Luft nach vorne zur Scheibe, wenn man eine vertikale Grafikkartenmontage vornimmt. Naja, es ist meckern auf hohem Niveau. Wir reden hier von einem ganz, ja, hochwertigen Case. So, meine Freunde, ich habe jetzt mal ganz kurz mir etwas Gedanken gemacht. Hier unten kommt auf jeden Fall ein Stripe rein. Den habe ich auch schon mal nicht geklebt, aber gemagnetet. Hier vorne habe ich schon mal einen reingemacht und auch hier oben durch diese Löcher, die da drin sind. Ich kann die euch einfach mal kurz hier zeigen, Sekunde. Durch diese Löcher, die hier drin sind, man sieht die, oh, das ist ein bisschen stark hell. Durch diese kleine Öffnung hier, die hier drin sind am Rand, habe ich das Kabel durch, damit das nicht so, ja, hier vorne rumschimmelt auf unnötig. Und hier oben habe ich noch einen drin, da sieht man hier ein bisschen das Kabel wegstehen. Ich habe jetzt einfach noch den vierten mal hier übrig, den werde ich dann zum Schluss wahrscheinlich noch irgendwo verbasteln, beziehungsweise an einem späteren Zeitpunkt, weil ich mir im Moment nicht sicher bin, was ich damit mache, aber das kann ich ja jederzeit noch machen, deswegen werde ich den mal soweit beiseite tun, Freunde. Was wir aber definitiv brauchen, ist die Geschichte hier, denn wir müssen jetzt jeweils unsere LEDs anschließen. Das bedeutet einmal hier unten, buff, einmal da oben, buff, und einmal direkt hier vorne, buff. Wir werden dann wohl oder übel auf dieses kleine Gerätchen, auf diese kleine Gerätschaft umsteigen, die ich hier nochmal geschwind auspacke, liebe Freunde und Freundinnen. Schaue ich gerade mal, wir haben noch USB 2.0 frei, okay. Aber eng wird es trotzdem schon. Also darf man schon hier noch an der Stelle einfach mal nicht unterschätzen, liebe Freunde. Das Ganze lasse ich mal noch zu. Vielleicht können wir es sogar zulassen später. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen. Jetzt werde ich hier mal ganz kurz, ganz geschwind die Verlängerungen anschließen. Da haben wir einmal hier eine Verlängerung. Die gehört dann hier mit nach hinten. Okay, das wäre dann auch noch ein potenzieller Kandidat für ein Kabel, welches man hier hinten hätte mit durchlegen können, unter dem Netzteil. Aber, liebe Freunde, ich werde unter dem Netzteil jetzt nichts mehr durchwuschen, das werde ich da daneben durchmachen. Ich werde ganz kurz die Extensions hier anbringen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine lieben Freunde und Freundinnen, ich habe jetzt mal ein bisschen noch rumgekabelt und ja, es ist, ihr denkt jetzt, hä, wie, du hast was angekabelt, es sieht doch immer noch genauso ausgefühlt wie vorher. Ja, kann ich schon relaten, aber ich habe direkt mal den... Das mit Geräten nicht unangekommen. Die Corsair Light, also die Lighting Note Pro habe ich jetzt hier unten drin. Das sind die LED-Stripes hier vorne und unten drin angebracht. Beziehungsweise nicht angebracht, aber angeschlossen. Mit den beiden Extensions, also diesen Verlängerungskabeln. Dann habe ich den LED-Stripe oben hier an der Stelle mit dem Corsair Commander Pro verbunden. Zeige ich das mal kurz, wenn ich die Lampe finde. Hier. Zack, zack, das ist an der Stelle hier. Der Corsair Commander Pro wird auch hier so rum wahrscheinlich vermutlich dahin irgendwie gemacht werden. Und dieser RGB-Hub, den habe ich beschlossen, werde ich einfach mit der Rückseite an den Corsair Commander Pro dran kleben. Werde ich zusammenkleben, so ein Klebepad ist ganz praktisch, hoffe ich doch. Die ganzen SATA-Anschlüsse fliegen jetzt hier unten alle rum. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal SATA, glaube ich, und dann mit SSD 7 mal. Und dann wird das doch schon einiges, aber naja. Naja, 7 und 8, 9 habe ich allein noch durch die beiden Controller für die LAN Streamer Plus Kabel, die ja auch noch reinkommen. Und dann ja, wird das schon recht eng, Freunde, mit der gepflegten Unterhaltung. Aber das soll uns jetzt im Moment nicht weiter belasten. Ich habe auch direkt die Corsair Commander Pro genommen und habe jetzt hier per USB 2.0 den RGB-Hub angeschlossen. Das hatte ich vorhin schon. Aber die Lighting Note Pro, also die Note Pro, habe ich hier noch mit angeschlossen. Und genauso wie eben diesen Note Core. Und den Commander Core, bzw. die Commander Core, habe ich genauso wie den Commander Pro direkt mit USB 2.0 schon aufs Mainboard draufgeschnallt. Damit sind auch die beiden USB 2.0 Ports am Board selber schon ja, belegt. Und damit passt das Ganze soweit auch recht gut, liebe Freunde. Das soll es aber vom heutigen Video erstmal gewesen sein. Wir haben heute Corsair Commander Pro ausgepackt, wir haben die Corsair Note Pro ausgepackt und wir haben beides hier angeschlossen und kabelt. Und im nächsten Video, meine lieben Freunde, geht es dann auch schon ganz kabelig und wild weiter, denn was ist als nächstes zu tun? Ja, richtig. Als nächstes gilt es schon, Netzteilkabel da reinzuwerfen. Da geht's rund. Also freut euch aufs nächste Video. Das kommt dann auch in den nächsten Tagen online. Wann genau, kann ich euch nicht sagen. Ich habe gerade heute jetzt, was ist denn heute? Heute stand 7.1. beziehungsweise 7.1.06. Ich habe das Video 5 jetzt hochgeladen, also
bin ich bis zum 10. Sommer. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Wochenende möchte ich auf jeden Fall mein Video online bringen. Und wie es unter der Woche aussieht, das ist immer abhängig von dem, wie stark ich in der Woche beschäftigt bin, liebe Freunde. Ansonsten bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und mit dem Kabelsalat geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, bis bald und ciao. Freunde, ciao. Mach ich das eigentlich meistens immer so? Ciao, oder? Naja, egal. Bis zum nächsten Video und ciao.